Das Team hat gesagt, hat immer gesagt, vom Qualifying werde Dritter. Erwartete Position nach Leistung, Platz 4, genau erreicht. Bin auf jeden Fall zufrieden mit dem vierten Platz, kann ich überhaupt nicht meckern. Hätte aber schneller sein müssen, hoffentlich kann ich das im Rennen kompensieren, aber erst einmal. Hallo da seid's und willkommen zum Rennen aus Bahrain. Der Kimi startet, wenn nicht noch irgendwas mit Strafen passiert, von der 1, wird aber gelbe Reifen drauf haben, nehme ich an, bekommen wir und bekommt vor allen Dingen Carlos Sainz, der von der 2 startet. Bottas, bin ich mir nicht ganz sicher. Was war da los in Q2? Hat er seine Bestzeit auf den roten gedreht oder auf den gelben? Laut Anzeige am Ende auf den roten. Aber der startet eh hinter uns. Vettel genauso. Läuft wirklich besser als gedacht. Obwohl die Zeit nicht so prickelnd war. Gewonnen. Weil Perez wieder vorzeitig ausgeschieden ist. Super. Dann gibt's dann in Russland einen neuen Rivalen. Oh oh. Hoffentlich kann ich das hier im Rennen noch gerade bügeln. Den Ruf. Hi, Emma hier. Ich wollte dir nur schnell sagen, was sich das Team im Rennen erhofft. Die 3. Podium, ja, will ich auf jeden Fall erreichen. Insofern, gutes Ziel. Im Qualifying schwierig, im Rennen Pflicht. Es liegt wieder etwas Besonderes in der Luft in Bahrain und ich spreche nicht vom Sand. Die klügsten Köpfe der Formel-1-Welt haben ihre besten Ideen für den heutigen Abend in die Strecke von Sakhir gesteckt und deshalb können wir uns wieder auf einen spannenden großen Preis freuen. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen 15 Kurven gefahren, wobei die zwei DRS-Zonen vor den Kurven 1 und 11 ein paar Überholmöglichkeiten bieten sollten. Achten Sie auf die oftmals blockierenden linken Vorderräder der Wagen auf dem Weg hinunter in die heikle Bremszone vor Kurve 10. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto- und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Dank einer perfekten Runde im gestrigen Qualifying startet Kimi Räikkönen von der Pole Position. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz Jr. macht die erste Reihe komplett. Der talentierte Spanier. Die Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton und ein Toro Rosso, Valtteri Bottas und Vettel, Ricciardo, Ocon, Hülkenberg und Max Verstappen, Alonso, Grosjean, Kevin Magnussen und Perez, Palmer, Van Dorn, Pascal Wehrlein und Marcus Ericsson. Stroll und Felipe Massa vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Ich hoffe, Massa hat komplett gewechselt. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Naja, der ist gar nicht so kurz, wie man vielleicht denkt. Also ich finde, der ist absolut ausreichend. Der Weg bis Kurve 1. Das Rennen ist sehr lang. Es darf nicht in Runde 1 verloren werden, weil man es nicht in Runde 1 gewinnen kann. Das ist mir durchaus bewusst. Ah. Ich werde aber, denke ich, bis Runde 9, 10 vielleicht auf den roten fahren, dann auf die weißen gehen, entgegen der Personalisierung. Personalisiert ist schneller. Und auch weicher. Letzte Saison rot, gelb, gelb gefahren. Was hat er mir vorgeschlagen, weiß ich nicht. In der letzten Saison, dieses Jahr, schlägt er mir für rot, rot, gelb, aber auch zwei Stops. Ich will aber wieder wie in Saison 3 zuletzt in Bahrain rot, weiß, weiß gehen. Auch wenn die letzten beiden Qualifyings
nicht in Q2 endeten, sondern in Q3. Trocken wird es bleiben, das war soweit klar. Dann gehe ich auf jeden Fall auf personalisiert, weil da steht Runde 8. Ich werde wohl, ja, vielleicht Runde 8 reinkommen, vielleicht erst Runde 9 und dann auf die Weißen gehen. Werde ich jetzt hier nicht einstellen, ich werde es mal so belassen. Ich werde es dann selbst noch einstellen. Tja, Benzin. Zu wenig, Stand jetzt. Tja, ist die Frage, was will ich denn gehen? Weiter Teile verschleißen? Muss ich auf jeden Fall zu Rennbeginn. Ich muss zu Rennbeginn weit, weit nach vorne kommen. Eigentlich muss ich, wenn ich sehe, die kommen rein, gleich in der nächsten Runde rein. Und dann muss ich auf den frischen Reifen im zweiten Stint auch gleich wieder schnell fahren. Ich gehe mal auf 1,7 Tankrunden mehr. Gut, trocken bleibt's. Strategie eingestellt, aber noch nicht final. Nee, ich will nicht zwei Stops fahren. Mm-mm. Benzin passt. Na gut, jetzt muss nur noch das Rennen passen. Das wird aber ein hartes Stück Arbeit. Werden wir unsere Führung ausbauen können vor den direkten Verfolgern in der WM? Das ist die Frage. Carlos Sainz gewinnt das Ding vielleicht. Könnte sein, aber genug der Gedanken. Ich wünsche euch in den nächsten Runden einfach viel Spaß. Ups. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Alles klar. Heute fahren wir gegen Van Dorn und gegen Perez. Gegen wen fahre ich? Die Fahrer des Rennens sind Ricardo und Perez. Okay. Aber ich finde es gut, dass wir einen neuen Rivalen bekommen, weil... Ich schätze mal, es wird einer der ganz toppen Leute sein. Dann habe ich im Rennen noch mehr eine Option zum Nachfragen. Ja, wie fährt er denn gerade? Wo ist er gerade? Welche Reifen? Wie viele Stops noch? Ich hoffe auf entweder ein Ferrari oder Mercedes. Vettel oder... beide Ferrari meinetwegen. Und ansonsten lieber bei Mercedes Hamilton. Weil Bottas wird, glaube ich, auch in dieser Saison nichts gewinnen. Nicht ernsthaft über die gesamte Saison hinweg. Rennstrategie. Dein Boxenstoppfenster ist in 7 Runden geöffnet. Also ich glaube nicht, dass Bottas um die WM mitkämpfen wird. Hat er bisher in keiner Saison so richtig ernst, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Letzte Saison überhaupt gar nicht. Aber mal sehen, jetzt geht's nur um dieses Rennen. Im ersten Stint so weit nach vorne kommen wie möglich. Weiße Reifen und damit dann gut fahren. Hoffentlich sind nach unserem Stop noch einige gute hinter uns, wenn sie im Verkehr stecken. Ich werde das sehen. Die Reifentemperatur, insbesondere die Hinterreifen, das passt. Sainz direkt vor uns zu sehen. Oh Mann, Sainz, das wird ein Rennen, sag ich dir. Ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Okay, Sainz bekomme ich so nicht. Sainz fährt auf die 1. Oh, Lücke doch gelassen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und wir haben das Ding. Das ist erstmal verdammt wichtig. Wenn ich jetzt die Reifen ganz doll schone, Kimi wirklich auf den gelben, kann ich bis Runde 9 vielleicht fahren oder meine letzte Runde ganz schnell fahren, ehe ich in die Box komme. Oh, das ist gerade ungemein wichtig.
Aber hätte ich nicht gedacht, dass Sainz damit Kimi nochmal eine Lücke lässt. Tja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Jetzt nicht drängen, Kimi, das wäre schon schön. Na, dritter Gang, vielleicht nicht im Rennen. Also ich werde jetzt nicht alles rausquetschen, keine Frage, werde jetzt aber auch nicht herumschleichen. Aber ich werde ein besonderes Auge auf die Reifen haben, die will ich jetzt nicht quälen. Bis Runde 10 werde ich nicht warten können mit meinem Stop. Warum stehen da wieder die Roten? Oh. Jetzt ziehen wir dem davon, dem Kimi. Sobald wir umschalten. Na, das war schon ein Tick zu viel. Oh, hier. Hier war das Saison 3 mit Hülkenberg zum Beispiel. In diesen Kurven hier. Oh, oh. Da kommen gerade Bilder hoch. Zu weit aussehen, ansonsten werde ich vielleicht gedreht. Fahrer hinter mir. Brecken liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:39,1. Also selbst mit gelben beim Start zwei Stops. Na gut, ich schätze mal, die anderen fahren jetzt eben mit roten und werden irgendwann dann die gelben aufziehen. Ist bloß eine Verschiebung an sich, aber jetzt keine viel bessere Strategie. Wobei Kimi könnte durchgereicht werden. Wenn wir jetzt hier vorne nicht so schnell fahren, könnte ihm das zugutekommen. Aber eigentlich müsste er rechnen, die um ihn herum mit roten fahren, müssten ihm wegfahren. Wenn ich aber hier nicht alles rausquetsche, dann... Das ist mir sogar viel zu nah. Aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens ich will ihn davon Sekunde ziehen. Vor dir in der DRS-Zone befindest. Dabei ist er so nah dran, da müsste der Windschatten so stark sein. Aber da ist irgendwas stärker. Das Biest. Mann, wie nah der im Rückspiegel zu sehen ist. Ich will gar nicht wissen, was Carlos Sainz jetzt gemacht hätte. Der war in China eine Herausforderung, eine richtige. Ich fahre immer noch lila. Auch nach Runde 2. Statt das Teamkollege. Na, Kimi, hast du Hoffnung, auf der Geraden vorbeizufahren? Ich kann ja noch umschalten. Oh, oh. Na, das ist auch viel zu weit hinten. Ne, da schalte ich wieder zurück. Hamilton hat gerade die bislang schnellste Runde des Rennens hingelegt. Nein, Perez. Vor Vettel war noch Hamilton. Aber die kamen so schnell aufeinander und Jeff hat erstmal auf Hamilton reagiert, schätze ich. Eieieiei. Der vierte Gang da. Oh oh. Nein, scheiße. Oh. Da ist aber jemand bissig.
Was kommt davon? Wenn man jetzt davon fährt. Zum Glück ist das kein Rotbereifter. Jetzt nicht abreißen lassen. Ich denke, ich werde ihn so oder so noch bekommen, weil er die gelben drauf hat, aber ich musste jetzt wieder vorbei, allein schon, um das besser kontrollieren zu können. Der ist aber gar kein Schimmel weg. DS und Windschatten habe ich, wird das was? Ich bin gerade skeptisch. Leicht berührt. Jetzt fährt Sainz auf die 1. Scheiße. Hamilton hinter uns. Okay, das war's mit der Führung. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ich fahre jetzt erstmal weiter, Jeff. Der Geraden gucke ich mal. Okay, geht in Ordnung. Noch sind die Weißen in der MFA eingeloggt. Hätte gedacht, Sainz fährt mir jetzt aber auch viel mehr davon. Den kann ich noch bekommen. Etwas näher dran als vor einer Runde. Beim Teamkollegen aber wird auch nichts Klares auf der Geraden, überhaupt nicht. Aber gegen Teamkollegen muss man nochmal eine Ecke anders fahren. Medium, hat Jeff gesagt. Hat Sainz schon immense Reifenprobleme? Ich sehe, dass Sainz reinfährt, darf ich nicht selbst reinfahren, weil es ist mein Teamkollege, da werde ich blockiert. Wäre das jetzt irgendwie ein Ferrari oder so, könnte man drüber nachdenken, direkt mit reinzufahren. Aber ich denke mal, er wird mindestens eine Runde eher reinkommen als die andere Konkurrenz auf den Roten. Der wird auch nach unserem Stop, weil er vor uns reinkommt, nehme ich an, auch vor uns rauskommen. Aber jetzt fährt er noch nicht rein, okay. Hamilton hinter uns. Ich will nicht zu viel auf Sainz verlieren. Ich muss ihn, wenn er seinen letzten Stop gemacht hat, wieder vor ihm liegen. Er darf halt nicht so viel Zeit rausfahren. Bis zu seinem letzten Stop. Nee, Herr Dritte mit dem Schwein-Auto. Danke. Nee, danke. Darauf will ich mich jetzt nicht einschießen.
Also in meiner Runde passt, bin ich in etwa genauso schnell wie Sainz. Aber ich schätze mal, er kommt diese Runde rein. Als höchster Reifenverschleißer. Ja. Oh, hinter ihm kommt auch Hamilton rein. Und da kommen noch mehr. Da muss ich die Runde jetzt auch rein, die muss jetzt am Limit sein. Vielleicht haben sie Verkehr und verlieren dadurch das meine Chance. Die Runde muss jetzt sitzen. Vielleicht geht das mit einem Overcut gut. Nicht gegenüber Sainz, aber generell, dass ich meine Position behalten kann. Bei freier Fahrt kann ich hier den dritten nehmen, muss die Koffer besser angefahren werden. Aber wenn einer direkt hinter mir ist, nehme ich lieber den zweiten. Genauso wie hier. Oh, die Reifen würde ich ganz gerne noch ein klein wenig mehr fahren, aber ich muss jetzt reinkommen. Die Konkurrenz macht's vor. Oh. Vettel hinter uns, dann Perez. Weiße Reifen immer noch eingeloggt. Okay. Vettel kommt mit, der bleibt also auf jeden Fall hinter uns. Ich glaube, Sainz fährt vorbei. Hamilton könnten wir vielleicht bekommen, wenn er etwas im Verkehr hängen bleibt. Hamilton war gut hinter uns. Die Runde war jetzt nicht so verkehrt. Stroll. Da kommt, glaube ich, jetzt Sainz. Ja. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch einmal. Und den nächsten nehmen wir. Der zweite Platz gehört uns. Virtuell gesehen. Oh, da ist sogar noch ein McLaren. Genauso wie ich es mir erhofft habe. Na gut, Sainz hätte gerne hinter mir rauskommen können, aber damit habe ich nicht gerechnet. Aber der Rest, alles hinter uns. Gar nicht mal so knapp. Die wurden richtig aufgehalten. Fahrer vor mir. Carlos liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,6 Sekunden. Sie fahren kommt mit daher. Neuen weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Zeit lag bei 1,54,2. Jetzt hat Carlos Sainz nur eine Stufe weicher, aber jetzt darf er auf keinen Fall einen Boxenstopp rausfahren. Na gut, hier beim Ausgang sind sie nicht so spitz, aber ansonsten sind die Reifen schon gut. Wir sind bei plus eine Runde extra Benzin. Benzinplanziel. Plus eins. Kann man Sainz da vorne sehen? Van Dorn jetzt drin, hinter uns ist Hamilton auf gelben. Gucken, was Van Dorn, was Stroll mit Sainz macht, ob er ihn immens aufhält. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 3,5 Sekunden. Wir verlieren pro Runde etwa 5 Sekunden. Dieses Tempo ist zu langsam. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 34,5. Sainz wird gerade aufgehalten. Ich glaube nicht, dass ich ihn dadurch bekomme, aber er kann sich nicht so schnell Vorsprung rausfahren. Bekommen wir das Draw so oder so in den nächsten zwei Runden, wenn der nicht reinkommen sollte? Das sollte klar sein. Okay,
Okay, ich glaube, ich sollte hier fett lassen. Die weißen Reifen sind echt nicht so angenehm. Es wird aber gerade immens aufgehalten. Ich vertue mich hier auch noch. Wir haben eine zunehmende Abnutzung am MGUK und damit müssen wir klarkommen. Nein. Stell das Gemisch nicht zu fett ein. Ja, weiß schon, aber... Ich muss schon... Stroll jetzt vor uns und fährt auch rein. Was? Gelb? Sicherheitshalber habe ich mal auf... Nein! Wird der Science gerade langsamer? Der fährt sogar jetzt zur Seite. Nein! Nach Brasilien Saison 3 wieder ein Ausfall für Science. Oh, ist das bitte, der hätte hier siegen können. Macht unser Rennen ganz anders. Wir sind auf der 1, die müssen nochmal stoppen. Reifen jetzt maximal schon. Ohne jetzt herumzuschleichen. Oh Mann. Als mir klar wurde, dass Science da, also als gelbe Flaggen kamen und ich gesehen habe, Science wird nicht mehr auf der DA-Linie. Ja. Oh Mann. Gut, aber so scheiße ich das finde, doch irgendwie, auch wenn es um die WM geht, umso mehr muss ich jetzt zusehen, mein Ergebnis zu maximieren. Carlos ist aus dem Rennen. Du sagst es so euphorisch. Ja, es hat unser Renningenieur, der denkt an uns. Kann ich auch die MGUK schon? Hamilton gleich da, Vettel fährt auf den Roten. Vetter Hamilton im letzten Stint, weil beide kommen hoffentlich nicht an uns vorbei. Und dann hat Hamilton die Roten am Ende. Könnte sein. Jetzt lässt er gerade bei der DS-Linie abreißen, obwohl ich nicht umgeschaltet habe. Komisch. Ist aber jetzt kein Motorplatz bei Science. Einfach nur Mechanik. Nicht zu weit fahren, da hat Kimi ein Schnippchen geschlagen. Lieber den zweiten Gang wählen. Also Vettel direkt im Anschlag hinter Hamilton. Dahinter erstmal eine kleine Lücke. Status Konkurrent. Sergio, Moment auf P6, sechster Platz. Der Abstand beträgt 7,4 Sekunden. War nicht mal so schlecht. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,34,2. Nicht, dass der Überschuss hat und uns auch noch bekommt. Ich glaube, ich war für Vettel jetzt etwas zu langsam, wobei er fährt immer noch neben ihm her. Nicht drehen. Vettel erstmal vorbei. Er ist aber ganz schön nah dran. Darf ich ihn auf jeden Fall nicht die Innenseite bieten bei dieser Kurve. Am Ende will er das noch nutzen. Na, zu früh eingelenkt.
Ein Viertplatzierter fährt sich daran. Hinter uns. Vettel geht sofort in den Windschatten. Nase noch nicht ernst zu sehen. Sie wird ernst, aber sie wird nicht mehr maximal ernst. Oh, jetzt habe ich zu viel Platz gelassen. Okay, will er nicht ansetzen. Könnte ich auch nochmal reinkommen. Dann müsste ich aber zugleich mit Vettel reinkommen, ansonsten ist er weg. Deswegen, dieses Risiko will ich nicht eingehen, werde ich auf den Weißen nach Hause fahren. Wenn jetzt ein Safety Car kommt, könnte ich es mir nochmal überlegen. Dann sollte ich es sogar machen, auf die Gelben zu gehen. Also wieder überlegt, was wäre, wenn jetzt Safety Car. Ich würde reinkommen. Wobei, die müssten halt auch viele Runden halten, die Gelben. Also Safety Car kann noch 3 Runden warten. Solange keiner von hinten schon seinen letzten Stop macht. Das ist wieder die Gefahr, wenn der Safety Car später kommen sollte. Und ich auf jeden Fall reinhusche für gelbe Reifen. Dann kommt derjenige nicht mehr rein und fährt da vorne weg. Vettel einen Hauch näher als letzte Runde. Aber auch wirklich nur einen Hauch. So, Innenbahn ist zu. Hier kann er die Außenbahn nutzen, hat ja Hülkenberg mal gemacht. Trotz frühem dritten Gang so weit außen. Nein, haben wir nicht. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen? Red Bull und Mercedes. Ist angekommen, bestätige. Die gelben Reifen sind noch eingeloggt. Der nervt Chef etwas später, wenn ich Runde 21 sage. Wir haben gerade mal Halbzeit. Aber die Reifen halten aus, die werden aushalten müssen. Die packen wir schon. Vettel weiter weg als letzte Runde. Fährt aber weiter im Windschatten. Bin mal gespannt, ob die den Angriff besonders wagen im letzten Stint. Und meine Reifen ganz alt sind, ich immer noch auf den weißen Fahrer und die schon wieder neue haben. Zum Beispiel bei der ersten Kurvensektion. Wenn ich mir den kleinsten Fehler erlaube und die da ansetzen, haben die auf jeden Fall die Reifen dafür, um da mehr draus zu machen. Gab es gerade eine Verschiebung. Ja, ich sehe auch gerade zwei Wagen nebeneinander. Einen silbernen und einen roten. Und Hamilton auf der 2. Er hat sich Vettel also wieder geschnappt. Vettel wird sich auch sagen, ja danke, hab die besseren Reifen. Werd von dieser lahmen Schnecke da vorne aufgehalten. Und muss die jetzt Hamilton vorbeilassen. Fährt Hamilton gerade auf Fett? Blöd ist Hamilton im Rückspiegel nicht ganz so gut zu sehen wie Vettel, weil der rote Wagen war auffälliger. Kleiner Nachteil für uns. Hamilton näher dran als Vettel letzte Runde.
Gegner. Da gehe ich lieber mal ein Stück hoch mit dem Benzin. Damit ich nicht leichtfertig was hergebe, was nicht sein muss. Oh, Vettel muss aber gerade sausen lassen. Ricardo jetzt auf der 3. Hat der ein mechanisches Problem? Oder einfach nur Pech, weil er hinter uns etwas geschlafen hat? Keine Ahnung, kann bei Vettel nicht nachfragen, wie es um ihn steht. Er ist nicht unser Konkurrent. Mittlerweile gesetzt sich Fahrer Nummer 5 hinter uns. Der Motor wirkt etwas angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust. Das schon im Rennen 3. Na, ich habe zuvor etwas übertrieben. Jetzt schon... Oh, er kommt rein. Wenn das Jeff so deutlich sagt, muss ich vielleicht noch mehr drauf aufpassen, auf der Geraden das entsprechende Gemisch zu gehen. Auf keinen Fall hier jemanden vorbeilassen. Bei Reihen kann man ganz gut erkennen, wenn die KI direkt hinter einem Pferd rein will. Sie zeigt das ganz klar an, da könnte man sofort mitziehen. Aber jetzt ist Bottas auf freier Fahrt, wer weiß, was dann gewesen wäre, wenn ich jetzt reingekommen wäre. Der ist nämlich nicht weit hinter uns. Die meisten sind gerade reingekommen, also Hamilton, Ricardo, Vettel. Aber eben nicht alle. Das ist nicht schlimm, also noch lange nicht im orangenen Bereich, aber jetzt schon im guten gelben. Ocon aktuell auf der 3. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Der Abstand zweiten gelben bei ihm, oder? Ich weiß ja gar nicht. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 34,3. Ich weiß ja gar nicht, was Bottas beim Start drauf hatte. Habe ich nicht gesehen. Aber was interessant ist, Hamilton auf den gelben, zugleich mit Vettel auf den gelben, auf den roten rein. Ricardo war ja auch auf den gelben, ne? Wir nähern uns dem Boxen. Bottas drin. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Jetzt habe ich mal ganz ruhige Fahrt hier. Bis die wieder rankommen, dauert es noch ein klein wenig. Bottas jetzt auf den weißen. Vettel auch. Stimmt, Vettel über 10 Runden auf den roten, da die hier in Bahrain besonders Reifen verschleißen. Oder meinen Reifen zu verschleißen. Waren die roten Reifen bei Vettel? Bei Hamilton. Quatsch, aber selbst mit weißen hätte ich jetzt nicht zwingend im Normalfall bei Vettel gerechnet, eher mit nochmal gelben. Erstmal ist Vettel weit weg. Erstmal. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 16,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,34,6. Da ist er, der Vettel, neben uns, auf der Streckenkarte. Fahrer hinter mir. Vettel hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 14,9 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 34,6. 14,9. Oder kam das Heck gleich drum?
circa 17 Sekunden hinter uns. Will mich aber lieber auf die Ansagen von Jeff verlassen, da kann ich schön den Blick auf der Strecke behalten und die Anzeige kommt ja auch nicht immer, wenn ich hochblicke, wie weit dahinter man gerade hinter uns ist. Da ist mir Jeff deutlich lieber, zumal er nicht ungenau ist. Jeff wird bald nerven mit Stop. Von der 21 naht. Mal habe ich mir gemerkt, ich schaue jetzt nicht hoch. Ich werde dann einfach lauschen, was Jeff zu sagen hat. Nina Vettel angekommen ist. Ups, zu weit außen. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 11,6 Sekunden. Oh. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,32,3. Boxenstoppfenster ist offen. Nein. Das Boxenstoppfenster ist offen. Ich werde von nichts wissen. Gut, dann sehen wir Vettel in 6 Runden womöglich schon wieder. Dann ist das Rennen zwar nicht mehr lang, aber das muss dann auch überstanden werden. Im Moment kann mir Ferrari wirklich sehr gelegen kommen, im Rennen hinter uns platziert zu sein. Die haben gerade einen gewaltigen Rückstand auf uns. Die werden den Rückstand noch größer werden lassen, wenn sie unter uns Ziel kommen. Aber klar, wenn wir gewinnen oder wenn wir vor denen sind sowieso. Läuft gerade gut, aber es kommen noch ganz schwierige Rennen, bin ich mir sicher. Und wer weiß, wann ich nochmal Teile wechseln muss. Im Qualifying vielleicht zwangsläufig, wenn das Wetter mal nicht passt. Oder wenn ich einfach immens patze, weil Wagen weggeworfen oder sowas. Wir stehen parat, komm diese Runde rein. Für sowas brauche ich einen Puffer. Und sowieso. Wer weiß, was kommen kann. Vielleicht habe ich auch mal einen Durchhänger von 3 Rennen und werde da jeweils bloß 8er. Warum flackert denn der Baum? Das ist mir schon im freien Training bei Wolken aufgefallen. Das soll aufhören. Das Maximum rausholen, dann relativ beruhigt mit einem Puffer durch die Saison schreiten. Wir werden nicht jedes Rennen unseren Punktevorsprung ausbauen. Hab gar nicht gefragt, fahr rein hinter mir. Zeit lag bei 1 Minute 32,6. Monaco wird zum Beispiel eine besondere Herausforderung werden. Singapur sowieso. Auch Abu Dhabi wird nicht einfach werden. Wenn ich dann nicht in Schlagdistanz bin, um zu Beginn des Rennens mich in eine gute Situation zu bringen, wird es auch da schwer. Oder Mexiko oder USA. Das wäre ein ganz bitterer Rennen. Könnten sie zumindest werden. Daran denke ich in der Form jetzt nicht, von Rennen zu Rennen. Aber ich muss gefasst sein, ich werde nicht jedes Rennen meinen Vorsprung ausbauen. Deswegen ärgert es mich schon, was ich in Australien gemacht habe. Diesen ersten Platz mit zu schnell fahren hergeschenkt. Das waren 7 Punkte. Wer weiß, wozu ich ihn noch gebrauchen kann. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 5,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,32,6. 32,6, was fahre ich hier? Eine 36er schon, oder? Zeit, letzte Runde. Okay, die letzte Runde lag bei 1 Minute 36,3.
Ups, zu früh. Also in zwei Runden ist Vettel dran. Ja, was habe ich vorm Qualifying in Australien gesagt? Ich tippe, dass Sainz mindestens zweimal das Podium in der Saison erreicht. Hat er gleich mit den ersten zwei Rennen. Jetzt ist er hier leider ausgeschieden. Insofern kann er das noch nicht brechen, was ich da gesagt habe, aber das wird er. Dass Sainz deutlich weiter vorne fährt, damit habe ich gerechnet, aber dass wir dann gleich so gut sind und vor allem, dass Carlos Sainz die Reifenabnutzung so kompensieren kann. Mit der Schnelligkeit des Wagens hätte ich nicht gedacht. Hätte eher gedacht, das wird sogar noch ein Ticken schlimmer. Aber nein, komplett das Gegenteil, zumindest bisher. Fahrer hinter mir. Vettel hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,32,6. Gut, in der Runde werde ich ihn schon aufhalten, schätze ich. Da brauche ich bei Jeff nicht weiter nachfragen. Oh, jetzt kommt das Heck da auch noch rum. Aber hinter Vettel kommt weit und breit nichts. Das ist immer noch Perez, Status Konkurrent. Sergio ist auf P3. Der Unterschied beträgt 9,6 Sekunden. Wie in Abu Dhabi. Also nach Abu Dhabi hoffe ich ja für Perez, dass das was wird. Mit dem Podestplatz würde auch anderen Punkte wegnehmen. Kimi zum Beispiel. Oder allgemein Hamilton. Aber bei Mercedes bin ich mir noch gar nicht so sicher. Was können die noch gehen? Wenn die wirklich richtig ernst um die WM mitspielen? Bei Red Bull kann ich es mir noch weniger vorstellen, aber mal abwarten. Direkt mal hier aufs Benzin gehen, da kann ich im Zweifelsfall richtig eingreifen. Mann, haben wir wieder gespart, die ganzen Runden. Wird der irgendwann nochmal fett gehen, der Vettel? Letzte Runde für unser Boxenstopp. Was? Ach, ich wollte schon sagen, im Rennen. Erschreck mich nicht so. Das Rennen wird zu früh abgewogen. Das wäre noch schöner im Spiel. Also hier wird Vettel gerade auch nicht ernst. Ich gedenke an die Kurve, als Kimi vorbei ist. Ich gedenke an die Kurve. Oh! Da hat der Rand schon richtig einen Schlag gegeben. Ein Glück, dass ich noch so gut die Spur halten konnte, ansonsten wäre Vettel weg. Uiuiui. Kleiner Schreckmoment nach Jeff. Perez immer noch auf der 3. Hier lässt da wichtige Meter liegen, der Vettel. Auf der Gegengeraden. Hier ist nicht ganz so schlimm, zu weit hinzufahren, aber sollte ich auch sein lassen, wenn das Heck da rumkommt. Das wäre nicht schön. Ich habe das Gefühl, bei 50% Renndistanz wird sie gar nicht dunkler. Das war schon Abu Dhabi so. Damit ich 8 oder so werde. Ich gucke jetzt nicht nach. Ich konzentriere mich auf Vettel. Platz noch, Stop. 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Also ich sehe die kniffligen Kurven wirklich als schwieriger gegen Vettel als die geraden. Weil ich hier noch eine Reserve habe. Auf der Geraden fahre ich für gewöhnlich nicht gegen die Mauer. Also abrupte Linienänderung. Wie zum Beispiel beim Verbremsen oder zu viel Randstellen in der Kurve mitnehmen. Hat es hier wieder gepasst. Perez immer noch auf der 3.
Wenn er DRS hat, wird es eigentlich für ihn einfacher. Wobei, siehe Vettel, im letzten Stint ist er von 2 auf 4 gerutscht. Vettel nicht in Schlagdistanz. Vettel und Minch hatten aber die Nase ist noch ganz leicht zu sehen. Das hatten wir schon schlimmer. Drittletzte Runde. Das hat aber einen guten Vorsprung auf den vierten. Zumindest noch für den Moment. Sainz wird sich denken, oh Mann, ausgeschieden mit dem Wagen, ich hätte siegen können. Hätte ich den Ausfall doch lieber in der sauberen vierten Saison gehabt, als ich kein einziges Mal ausgeschieden bin. Ja, kann man sich nicht aussuchen. Wie erst recht nicht, weil wir nicht ausschalten. Aufgrund von Mechanik. Also ich lasse wirklich mal drauf ankommen und fahre mit ein paar 90er-Teilen im Rennen. Ist gleich dran, immer noch auf der 3. Oh, jetzt greift er auch noch Vettel an. Was ist denn jetzt kaputt? Fährt er gerade fett oder was? Uiuiui, Perez ist, glaube ich, gewillt, das Ding jetzt zu gewinnen. Ich muss aufpassen. Das ist gerade sehr überraschend. Na gut, er hat halt DRS und... Na, wobei, Vettel auch. Ah, Vettel ist jetzt auf der 3. Er hat es wieder verkackt hinter uns. Oh Gott, Perez war mal mein Angstgegner, weil der mich zu einer gewissen Zeit immer geknackt hat. Die Zeiten sind eigentlich schon längst vorbei. Aber ich bin gefasst auf Perez. Jetzt taucht der Hintervettel Mercedes auf. Weil kaum war Perez dran, war er schon ein Viertel vorbei. Das ging verdammt einfach. Fährt er insgeheim rote Reifen, die bloß einen weißen Strich drauf haben? Die aber so lange halten wie weiße? Die rosa Nase sieht man gut, er kommt gerade etwas ran. Ich traue dem Brat nicht. Ich kenne Perez hinter mir noch nicht. Hamilton ja, Vettel ja, aber noch nicht Perez. Ich will sie nicht drauf ankommen lassen. Ich bremse sich nicht so rein wie zum Beispiel ich gegen Kimi. Sowas macht die KI praktisch gar nicht. Hinter dem Mercedes kommt der Kimi an, auf der 5 demzufolge.
Es scheint so, als gäbe sich Perez mit diesem zweiten Platz zufrieden. Es war echt überraschend, wie der auf einmal neben Vettel war. Und dann flugs vorbei. Weniger stoppen hilft, sieht man an Perez demzufolge. Und wir fahren Saisonsieg Nummer 2 ein. Zweiter hintereinander im dritten Rennen. Tolle Leistung. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Sehr, sehr wichtig, denn ich weiß, es kommen noch ganz andere Rennen, aber Perez hat sogar dem Vettel noch Punkte weggenommen. Coole Sache. Und für Perez freut's mich nach Abu Dhabi. Toro Rosso hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Jetzt ist es soweit, sie kommen heraus. Die Scuderia Toro Rosso hat sich einen Ruf als Talentschmiede erarbeitet und heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ein beeindruckender Sieg. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Unser aktueller Führender baut hier heute seinen Vorsprung in der WM nach einem sehr guten Resultat weiter aus. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Toro Rosso vergrößert den Abstand zur Konkurrenz mit diesem Resultat. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Perez ist ja gar kein Stopp weniger gefahren. Pure Wagenleistung, weil frische Teile oder maximal Benzin mitgenommen und nur auf Fett gefahren. Puh, Ferrari holt so viele Punkte wie wir. 15 für Vettel und 10 für Kimi. Die ersten 7 sind an sich nicht überraschend, bloß auf der 2 der Perez ganz doll. Wir gewinnen das Ding vor Perez, vor Vettel, Hamilton, alle 2 Stops down. Kimi auf der 5, Bottas, Ricciardo, Verstappen, Grosjean nimmt 2 Punkte mit Hülkenberg wieder ein. Hamilton hat 12 und Bottas 8, ja auch auf Mercedes baut Toro Rosso den Vorsprung aus. Ocon der erste Punktlose, Magnussen auf der 12, Palmer, nicht nah dran an den Punkten, der Abstand zu Hülkenberg ist schon gewaltig. Auf der 14 ist gelandet der Van Dorn, Massa, Alonso, Stroll, Eriksson und Wehrlein vom Teamkollegen geschlagen. Keiner eine Runde Rückstand, dafür haben wir gesorgt und Wehrlein weit weg von seinem Teamkollegen. Eriksson nicht weit weg von Massa, Alonso und Stroll. Einziger ausgeschiedener Carlos Sainz ist bitter. Aber er hat den Wagen, um das wieder zuzufahren. Weil die anderen Konkurrenten werden Punkte liegen lassen, wir werden Punkte liegen lassen. Carlos Sainz hat es einfach als Ersten getroffen. Die Rennleitung sagt, Magnussen, Grosjean, Grosjean, Magnussen und Sainz ausfallen. Die Fahrer-WM. 19 Punkte auf Hamilton Vorsprung. Auf Carlos Sainz sind es jetzt ganze 35. Perez ist jetzt sogar auf der 4. Vettel hat noch nicht ganz 2 Siege Rückstand. Auch nicht Ricciardo, auch nicht Kimi. Der Bottas hat schon 2 Siege Rückstand. Hülkenberg mit 11 Punkten weiterhin auf der 10. Grosjean mit 7 Punkten recht nah dran. Und Ferrari, wurde schon angesagt, ist ein Platz nach vorne gerutscht. Ja, hier müssen wir als Team arbeiten. Ansonsten wird das nichts mit Platz 1 oder Platz 2.
Aber da bin ich schon recht zuversichtlich. Ich will nochmal kurz schauen. Rennleitung, alle weiß. Hülkenberg, Ocon auf gelb. Alle zwei Stops, außer eben Sainz. Van Dorn am Ende auf gelb. Alonso, Eriksson und Wehrlein. Die sind alle praktisch die gleiche Strategie gefahren, bloß die Reifen mal früher, mal später. Die unterschiedlichen. Der Start aus der Sicht von Carlos Sainz, das erst in Kurve 1 nicht deutlicher gemacht hat, also gegen Kimi, verwundert mich doch ein klein wenig. Man sieht es nochmal, also links ist Kimi nur ansatzweise zu sehen, aber sein Problem war, das von Sainz, dass er einfach in zu viel Platz gelassen hat und dann kommt Kimi da links über den Randstein neben der Strecke angeschossen. Was ihn da wohl geritten hat? Gut, ist nicht neu, dass die KI das da macht an der Stelle, vor allem beim Start. Kann man froh sein, dass alle Nasen ganz geblieben sind. Und ja, hab mal durchgeschaut, alle Nasen der Topfahrer sind ganz geblieben. Und was war mit Bottas los? Also Bottas auf den roten Reifen. Wir konnten der Anzeige also vertrauen. Rote Reifen am Ende von Q2 beim Finn. Und ja, er hat den Start nicht so gut erwischt. Ist auch wie Kimi da über den Randstein drüber. Allerdings im Gegensatz zu seinem Landsmann ist er deutlich schlechter weggekommen. Das war hier die Berührung zwischen den beiden Haas-Fahrern. Und als nächstes folgt dann schon mein kleiner Aussetzer. Meine Nachlässigkeit. Leicht verbremst und Kimi nutzt die Lücke einfach. Das war natürlich auch sehr einladend, wenn man das ja sieht. Scheunentor offen, mit Biss dazwischen gefahren und vorbei. Aber Kimi ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn da war ja noch was. Kurve 1 mit Biss, mit zu viel Biss, denn da geht nicht nur Kimis Nase kaputt, das war einfach viel zu hart. Also das ist für mich so ein typisches Max Verstappen-Manöver und finde ich gar nicht gut. Also entweder hätte mir hier der Reifen kaputt gehen sollen oder ich hätte eine Strafe dafür bekommen sollen. So schmeckt mir das überhaupt nicht, was ich da gemacht habe. In China wirkte es auf dem ersten Moment in Kurve, Schneckenkurve, zweite Rechtskurve, sag ich mal, wirkte es deutlich schlimmer als hier, aber letztendlich war es hier schlimmer. Geht gar nicht. Mm-mm. So viel zum Thema Biss und Carlos Sainz ist ausgeschieden. Einfaches Mechanikproblem, also was mit ihm heute drin gewesen wäre, weiß nicht, also hätte ich Kimi da ziehen gelassen nach Kurve 1, ich glaube, das wäre genauso wenig ein Problem gewesen wie Carlos Sainz. Vor uns aber hätte, wäre, wenn und aber. Aber, da gibt es ja noch Perez. Er kam gerade erst ganz frisch an Vettel ran, statt Zielgerade und vorbei. Auf die 2. Respekt. Hat er echt gut gemacht und ist in gewissermaßen auch eine Genugtuung für ihn, nach dem Rennen, wo er sich so gut geschlagen hat, in Abu Dhabi. Ja, also kann mir beides nicht vorstellen, dass wenn ich die Aktion in Kurve 1 nicht gemacht hätte, wäre er dann auch vor mir nach seinem Stop rausgekommen. Glaube ich nicht. Bei Carlos Sainz glaube ich auch nicht, dass er das Ding gemacht hätte. Hätte er keinen Schaden gehabt. Aber weiß man nicht. Weiß man nicht. Das nächste Rennen in Russland könnte das vielleicht schon schwierigste werden in dieser Saison, vergleichsweise mit China. Die Strecke ist jetzt nicht so das Wahre. Das Wetter spielt sowieso immer eine Rolle, hier in Bahrain eigentlich nicht, hat es auch heute nicht. Müssen wir mal schauen. Also, Punkte erstmal wieder gesammelt, bisher bloß 7 Punkte liegen gelassen. Und ich muss weiter zusehen, die Teile zusammen zu behalten. Wer weiß, was die Saison noch alles so kommen wird. Aber das sehen wir einfach mal. Und ja, will ich noch was sagen? Ich kann mal sagen, kleiner Schreckmoment wird noch kommen. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss. Ach, da bist du ja. Die Installation des neuen Upgrades ist fertig. Die Testergebnisse sehen gut aus. Du musst sie nur noch überprüfen. Also probier's mal in der nächsten Session aus. Ich denke, du wirst den Unterschied bemerken. Hoffentlich werden unsere Erwartungen erfüllt.